Ja, das Besondere an dieser Veranstaltung ist einfach, dass die Menschen, die sich hier begegnen, sich vorher noch überhaupt nicht gekannt haben. Ran an die Brettchen, ran an die Töpfe. Ich freue mich, dass wir hier zusammen einen schönen Nachmittag und Abend genießen. Und jetzt, let's go. Heute zaubern wir ein Vier-Gänge-Menü und ich kann wirklich sagen zaubern, weil die Leute das da hinten irgendwie machen, als hätten sie ewig nichts anderes gemacht. Ja, also bis jetzt macht es mir sehr viel Spaß. Ich finde die Leute alle richtig nett, die sind voll hilfsbereit und auch Volker total lieb. Ich habe schon viel gelernt und habe zum Beispiel zum ersten Mal eine Vanilleschote ausgekratzt. Ich weiß jetzt, wie man Gelatine einweicht. Das habe ich nämlich nie gewusst. Ich sollte mal eben die Suppe machen und dachte so, oh je, ich bin überfordert. Aber jetzt hat auf jeden Fall geholfen und das, ja, bis jetzt macht es echt richtig Spaß. Ja, Kochen ist ja immer so eine Geschichte, die zusammen eigentlich am meisten Spaß macht. Man kommt ins Quatschen, man tauscht sich aus, wie machst du das, wie machst du jenes. Rühren, 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 rühren. Mein Rekord war für 20 Leute Hollandaise machen. Kannst nicht buchen. Reib mal was. Wir brauchen auch für die Parmesan-Hippen, die haben wir nämlich noch nicht eingeteilt, brauchen wir auch welche. Jetzt nach einer Stunde glauben wir irgendwie alle, wir kennen uns ewig. Das ist großartig, total super. Sau gut. Also Riesenkompliment. Super. Das machen wir öfters. Klasse. Oh, ich freue mich. Fühlt sich ein bisschen an wie in der Jugendherberge. Nein, im Ernst. Es ist unglaublich, dass wir uns vorher noch nicht gekannt haben und so ein geiles Team waren. Ich muss mal echt sagen, dann klopfe ich jetzt mal auf euch. Vielen Dank. Wie sagt Aktion Mensch, dass ihr gewinnt. Guten Appetit.